Er scheint zum Glück hier genug Steine zu finden. Naja, doch, seine Religion geht runter. Manitus Volk wird 80-50. Regenkrieger. Also 80 Bier, das haben wir schon lange. Und 50 Gold. Und ja, ich glaube, der dürfte wirklich einiges an Steinen finden. Nebenbei Stein. Du liefer mal dein Eisenerz da noch ab. Schuhe. Direkt vor der Haustür Schuhe. Auch gut. Dann darfst du mal wieder Steinmetz spielen, weil bis das Eisenerz, was du da hast, aufgebraucht ist, dauert es eine Weile. Ja, 4 Steine braucht er noch. Ich denke, er findet hier aber auch genug Steinchen. Hoffe ich jedenfalls mal, dass die hier klein genug sind. Eigentlich hoffe ich ja mal wirklich, dass das hier Bäume sind, die mal nachwachsen. Sieht aber fast nicht so aus. Oh, und du holst dir das Gold direkt aus der Goldmine. Auch gut. Planen wir schon mal die Holzfällerhütte. Die neue. Muss nur das Holzfäller, also das Holzfällerzelt. Hier unten. In der Straße. Nach hier. Dann können wir den später etwas umsiedeln. Er muss mir übrigens auch mal wieder Holz. So, Sven und seine Frau können wieder umgesiedelt werden. Denn jetzt muss Sven hier drüben bauen. Und das erste Eisenwerkzeug wird eingelagert. Sehr gut. Ach, wie wär's mal noch mit Schuhen hier? Schuhe helfen, glaube ich, auch ein bisschen. Schuhe.
So, das Öl braucht er jetzt nicht unbedingt mehr. Weil er kann jetzt jederzeit beten gehen. Wie gesagt, zur Not haben wir da Holz angeliefert. Ja, die Chinchillas mit Speeren zu beliefern, ist leider nicht sonderlich produktiv. Da ist es produktiver, eine eigene Armee aufzustellen. Oh, ach so, ich hab dich ja verlagert. Na, bau noch das. Ach so, du kommst jetzt gerade erst. Fängst du die Straße jetzt an dem Ende an oder fängst du irgendwo mittendrin an? Bin ich jetzt mal echt gespannt drauf. Bauen wir jetzt erstmal das Holzfällerzelt. Ich reduziere jetzt erstmal die Nahrung auf 50, bis sie mir andere Sachen gebracht haben. Also das sind jede Menge Zivilisten da. Währenddessen haben die hier recht viele Krieger. Hatten die schon immer einen Donnerturm oder ist der neu? Ja, und Gott sei Dank müssen wir hier unten nichts mehr bauen. Ja, Holz wird jetzt langsam gebraucht hier. Ich glaube, wir erhöhen mal die Holzmenge um 1. Also um 10, nicht um 1. Und hey, Schuhe und Geschirr werden geliefert und Eisenwerkzeuge.
Gegen was könnte ich hier Nahrung tauschen? Gegen nichts. Ich könnte nur Geschirr gegen Leder tauschen, hä? Und hier? Schuhe gegen Stoff. Hm? Also, der Zelt ist fertig. Hast du auch Eisenwerkzeug dabei? Ja, hast du gut. Das heißt, du kannst jetzt da unten arbeiten, etwas effektiver. Steine nehmen zu. Eisenmine steht schon eine Weile leer, ist aber egal. So, und der ist auf Maximum mit allen Sachen. Bin gespannt, wenn der ankommt, wer sich als erstes Werkzeug krallt. Bei Eisenwerkzeug und Schuhe sagen wir 5. Geschirr sagen wir 10. Ja. Irgendwie wollen sie das Eisenwerkzeug nicht. Komm, vielleicht noch. Jedenfalls kommt jetzt wieder Holz rein, worüber ich froh bin. Mein Händler ist auch wieder auf dem Heimweg. Ah, jetzt holt er sich Eisenwerkzeug. Er ist müde. Der Tempel steht schon lange leer, ist aber egal. Oh, nebenbei. Du solltest eigentlich da einziehen. Ja, und er geht beten. Du kommst mit einer Fuhre Holz. Da wird die Straße verlängert. So, das heißt, wir brauchen noch eine Schwert- und eine Rüstungsschmiede. Das ist jetzt eine Rüstungsschmiede, also noch eine Schwertschmiede. Und ja, ich baue die Bärensträucher zu, ist aber auch egal.